wore my mask. Welcome, welcome, welcome to the first ever Sunrock Masquerade. Where are the other guests, you ask? Well, I have a confession to make. When I told you today was my sister's birthday plus, it was all a ruse. I prepared this just for you. There will be no other guests tonight. The leading roles will be played only by you and I, undisturbed by the outside world. And now, to commence the festivities, it is my honor to ask, may I have this dance? Yes, I admit some of the mystique is removed without a larger pool of mask wearers to mingle amongst. Nevertheless, I must say, you look smashing in that outfit. May I have this dance? Ernsthaft? Das ist eigentlich... Na komm, fuck it. Einfach als Spaß. Okay. Interessant. This is like a dream for me. Okay. I wonder if you were always by my side, might this dream never end? Nope. For a long time now, ever since I first saw you, there has been a question burning a hole in my heart, deeper and deeper for every day that goes past. You're kind, dedicated, eager to help. You're a leader and a follower, graceful in both victory and defeat. I'm momentarily speechless trying to come up with adequate descriptions for you. You're just so grand. I digress. These past 2 days have been the most difficult of all. A burning question. Finally, I can let it out. Will you be in a relationship with me? Nope. I can't say that I'm not a little upset. But I treasure your friendship more than anything. I understand. Well, then let's just carry on being best friends. I promise, no more surprises. Nope. I guess I'm fortunate. Na Macchiato, was geht? How can I use that? Na, das war lustig. So, jetzt aber wieder zurück zum ersten Teil. Well, where does the light come from? Hi. Sometimes when I see ya. Die sitzen ja alle hier, warte mal kurz. Ja, mal mit allen quatschen. Hello. What's your favorite game? See ya. Wenn die schon mal hier sind. I think the minister is little. Take care. Hello. I'm going to teach Jack. Catch you later. Sandstorms aren't so bad. Catch you later. Ich glaube, das ist eigentlich der Grund, warum ich das nie mache, so ziemlich. See ya. Catch you later. 18, das ist ja schon ein paar Tage. Howdy. Take her easy. Das ist das einzige Mal, wo ich das mit allen hier mal kurz mache. Hello. Weil die Beziehungspunkte echt nicht viele sind. Aha. Hey, see you around. Mit den Leuten einmal quatschen. Mm-hmm. See ya. How you doing? Catch you later. Well, see ya. Howdy. Catch you later. Okay, darf ich hier mal durch? Ich springe einfach mit dem Pferd über euch drüber und euch um und auf euch drauf. Das passt schon. So, da wir jetzt diese weirde Maskenparty hinter uns haben.
Dann können wir jetzt mal weitermachen hier. Wie sieht's aus? Das hier ist weitermachen. Das hier ist auch weitermachen. Oh, das hier ist fertig. Gleich mal auffüllen. Die Holzreste reinhämmern. Und den Überschrott nochmal reinhämmern. Mechanischer Schrott können wir hier eigentlich nochmal auffüllen an der Stelle. Habe ich hier auch noch einen mechanischen Schrott am Laufen oder ist das auch noch diese eine Reihe? Ist auch noch diese eine Reihe, alles klar. Lass mal hier den mechanischen Schrott nochmal laufen. Und jagen hier mal den Gummischrott eigentlich durch. Das ist klar. Dann beenden wir mal den Tag und starten in die neue Woche rein. So, Dolle, Zeit mal ein paar Gutscheinkerne zu sammeln. Mission, Tagesquests. Zack. Alles, was wir brauchen. Da. Oh, die Platten sind auch fertig. War eine Bronzestange drin. Der erste Zug. Wir brauchen noch mehr Platten. Ich glaube, noch zwei weitere brauchen wir. Und dann brauchen wir noch einen Mikrochip, um mal das Ding da drüben zu erweitern. Wir schauen mal ganz kurz hier rein. Wie sieht das mit dem Wasser aus? Passt noch. Und ich sollte doch mal die Blutsteinkerne herstellen, damit ich sie auch abgeben kann. So. Hi. My
other friends are rather garrulous. Pot. Blutsteinkerne. Thank you. There we go. Yeah. Okay. Zoom. Mal hier runter. Keine neuen Rezepte. Quests. Gummischläuche, Blutstein, Sägen, Gummiring. Die Gummischläuche. Die habe ich bestimmt locker. Jupp, die kann ich sofort abgeben. Ah ja, gehen wir hoch zu Euphoria Salvage. Mal schauen, ob sie noch ein Mikrochip wieder im Laden haben. Da muss ich dann nämlich nicht hinlatschen. Jawohl, ja. Perfekt. Jetzt mal sehen, habt ihr neue Schrottsachen im Angebot? Nö, nimm noch den gleichen Scheiß. Und ich glaube, ich brauche noch zwei Schleifsteine, damit ich meine Axt noch verbessern kann. Also meine Axt noch einmal bekomme. Neue. Däh. Da war der Collider vom Zug im Weg. Hallo. Ich habe discovered, dass 1 out of every 1000 grains of sand is white and shiny. I've discovered this by counting them. Echt jetzt? Be seeing you. Okay, ein Schleifstein ist arschteuer. Na, und wenn ich dann jetzt auch die Sachen, also die Werkzeuge auf Eisen umgestellt habe, kann ich die Bronzesachen dann auch spenden ans Museum und kriegt da auch wieder ein bisschen was. So, Eisenspitz, Eisenaxt brauche ich, glaube ich. Ja, die Eisenaxt. Zack. Das Traurige ist, ich habe alles, um die Quest, um die Hauptquest weiterzumachen, aber ich habe leider noch immer nicht die verbesserte. Noch nicht die verbesserte Montagestation. Das ist echt nervig. So, gucken wir doch mal. Also. Ich muss auf jeden Fall erstmal im Inventar gucken. Ah, ich sortiere jetzt mal das. Und zwar das hier dahin und das hier dahin. Ich habe hier eine Steinaxt drin. Hä? Never mind. Ich tue auf jeden Fall mal spenden. Ach krass, hier hat Zeug sogar zum Spenden drin. Thank you.
zwei Sachen gespendet. Ich glaube, ich muss die hier spenden, ne? Zwei weitere Sachen gespendet, so. Jetzt habe ich nichts mehr spenden, ne? Nö, ansonsten habe ich nichts. Kann ich irgendwas restaurieren? Kamera, Windmühlen, Wetterfahne kann ich erneut restaurieren. Kunstmuseum-Modell. Das kann ich machen. Habe ich aber schon einmal gespendet. Kann ich auf jeden Fall bei mir ausstellen zu Hause. Den Wetterfahne kann ich wieder herstellen. Kann ich hier platzieren? Jupp, kann ich. Kamera habe ich bereits. Sandadler. Marsch. Natürlich auch eine mittlere Steinskulptur. Kann man auch hier mal ausstellen. Zack. DNS-Modell. Zack. Das Matrosenhorn. Das wäre gerade ein Aufmittel. Jupp. Schiffsradmodell. Ah, alles klar. Perfekt. Und natürlich habe ich eine Belohnung erhalten. Ja, ich bleib mal mit dem Schal, den ich hab. Scheiß drauf. Ja, mal ein bisschen was im Museum gespendet und ich habe keine CDs mehr. Ich hoffe, ich hab jetzt auch wieder Platz in meiner Reliktkiste. Okay, jetzt sollte ich alles haben für das Upgrade der Montagestation. Zack. Jupp. Diese Verbesserung kostet mich dann 10 Stahlplatten, 10 Magnesium-Aluminium-Legierungen, 4 Prozessoren und eine Schwerkraftmotor, 2 Stück. Okay, krass. Die automatische Sandschranke hin. So, wir haben jetzt ein besser aussehende Montagestation. Gucken wir noch mal. Jetzt sollten wir für die Mission auf jeden Fall das Sandkiosk, eine Sandrennenkiosk zusammenbauen können. Da fehlen mir noch die 4 Bronzeplatten, die kann ich jetzt aber nochmal schnell herstellen. There we go. Dann hätten wir das. So, was brauche ich jetzt eigentlich noch für mein Eisenschwert und Schild?
Zwei Bronzeplatten nochmal, alles klar. Okay, okay, ich habe ganz schön viel Platz, ist hier wieder drin. Perfekto. Alles klar, alles klar, alles klar. Damit sollte ich jetzt wieder alles haben, was ich brauche.